Richtung Pool. Good morning and welcome to a new vlog that we visit in Portugal beim Athlete Camp. Und wir starten jetzt hier gleich schon unsere Morgenroutine. Wir haben schon einen wunderschönen Walk gemacht. Und heute nehme ich euch ein bisschen mit und zeige euch einen Tag im Athlete Camp. Und leider auch der letzte komplette Tag mit der ersten Gruppe. Und es war richtig schön. Ich werde euch jetzt schon so vermissen. Nee, wir verdrängen das einfach jetzt mal noch. Wir verdrängen das noch und machen erstmal ein bisschen Abs und Mobility wie jeden Tag. Gehört das mit zur Morgenroutine. Wir haben immer erst ein bisschen körperliche Aktivität gemacht. Entweder Cardio im Gym oder Morning Walk am Strand oder hier durch unseren Golf Club. Und das war auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön. Und jetzt macht die Sarah mit uns unsere Mobility-Routine. Denn Sarah hat hier am Anfang des Camps, bei unserem ersten Walk, mir erzählt, dass sie sich selbstständig machen möchte mit Yoga x Bodybuilding, nenne ich es jetzt mal. Also sie möchte so eine Kombination machen, halt speziell für Athleten. Und das ist ja genau das, was wir hier tun. Deswegen habe ich dann gesagt, weißt du was, du machst jetzt hier unsere Mobility-Routine-Bonks immer und wir lieben es sehr. Die macht das richtig, richtig gut. Lisa ist auch besonders begeistert von der Morgenroutine von Sarah, oder? Sarah macht es wundervoll. Ja. Ja. Jetzt sind wir mal sehr entspannt. Das machen wir hier im Pool. Und dann liegen wir hier alle. Manche haben eine Matte mitgebracht. Ich leider nur ein Handtuch. Das liegt da sogar nicht mal. Und das ist jetzt der erste Step. Wir haben hier wunderbare Mobility. Ich bin sehr begeistert und sehr happy, dass du das hier übernimmst. Und ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit. Und wenn ihr interessiert seid an Yoga und Bodybuilding. Wir packen hier einmal den Namen hier rein. Genau, und was das Ganze miteinander zu tun hat oder was es auch für Benefits, gerade für Wettkampfathleten hat, dann folgt mir gerne mal auf Insta. Unbedingt, unbedingt. Da kommt auf jeden Fall jetzt gut was. Und wie gesagt, der Name ist ja eingeblendet, schaut da vorbei. Und ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen, weil sind auf jeden Fall ja alles Athleten mit Wettkampfambitionen oder Leute, die schon auf der Bühne waren. Und wir haben alles approved. Wir haben es sehr approved und hat uns sehr gut gefallen. Ach, und es wäre echt immer ein richtig, richtig guter Start in den Morgen. Beruhigend, gleichzeitig zielführend. Deswegen perfekt. Das Mentale und Körperliche ist sehr schön vereinfacht. Ja, alles im Balance. Ja, genau. So. Und jetzt werden wir uns hier an unseren wunderbaren Tisch begeben. Hier hat jemand seine Socken vergessen. Beziehungsweise erstmal in die Küche machen unser Breakfast. Beziehungsweise Porridge Prep findet natürlich schon am Vorabend statt. Machen jetzt alle mal unser Porridge warm. Und dann gibt's Frühstück. Hensky ist auch erwacht. Die hat immer noch eine Stunde Schlaf mehr verdient, ne? Good morning! Wie geht's? Auch gut. Part Prep? Ja. Ich mache heute einen Daily Vlog im Camp. Okay, so, Frühstückstime. Wo ist mein Porridge eigentlich? Was nimmst du da zu dir? Darmkur. Ja. Jeden Morgen habe ich jetzt gesehen, ganz zum ersten Mal. So? So 8 bist du nicht. Nee, ich glaube, das hast du dann schon zu anderen Zeiten genommen. Ich kenne das nur aus unserem WhatsApp-Chat. Das ist mein Hase. Das ist nämlich hier mein Pre-Workout. Nee, Post. Stellen wir mal hier hin. Das sieht mir nach meinem Porridge aus. Oh. Oder das? Nein. Das ist meins. Hast du die Tücher draufgelegt? Danke, danke. Und das ist mein Pre-Workout. Wir haben übrigens hier an der Front. Ich bin jetzt sehr dankbar für die 2 Mikrowellen, ja auch. Ja. Weil sonst hätten wir hier echt Trouble morgens. Und Airfryer. Haben wir sozusagen 3. Den dualen. Und da hinten ist auch noch einer. Habe ich aber nicht. Oder wollt ihr den als Travel-Dose? Nee, aber wenn jemand die als Travel-Dose braucht, ne, packt euch noch was ein für die Rückfahrt. Was man hat, hat man. Haben die keine Schicht mehr? Ja, der liegt direkt vor dir.
Ich nehme jetzt als nächstes meine Mikrowelle in Anspruch, weil mein Porridge ist auch noch warm gemacht. Seid ihr schon ready? Almost. Almost ready. Und es ist schon sehr wertvoll, dass wir alle Porridge essen, weil dann muss man das jetzt echt nur noch warm machen und dann raus. Weil wenn wir jetzt hier einen einbraten, naja, Prost Mahlzeit, sind zwar um 10 nicht da. Ist das schon gut? Kräuterschnauze. 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 Kennt das keiner? Mm-mm. Richtiges Mundwerk. Du hast eine Kräuterschnauze. Also, rede weiter. Instant Oats von ESN. Und dann mit Kojan, nur mit Kojan schmeckt's gut. Und dann Sojajoghurt, geht aber auch Quark. Und dann 25 Gramm Designer-Whey rein. Und dann habe ich es verrührt über Nacht ziehen lassen und obendrauf als Topping noch Himbeeren, bisschen Schoki und Andermus. Das sieht wirklich gut aus. Das hat mich in der Küche schon sehr angelockt, muss ich sagen. Und das Wichtigste, was hier natürlich am beliebtesten ist, ganz viel Liebe. Salz. Ach so. Okay, ganz viel Liebe ist auch und ein bisschen Flavin' Tasty. Und Salz. Bisschen Tasty, Süße, Süßstoff. Süßstoff. Das habe ich gerade probiert, hat mir aber auch sehr gut gemundet. Das ist aber die Fast-Version. Hanna, mach mal deine Fast-Version. Also Leute, wenn ihr keine Zeit für Porridge Prep habt, die ganze aufgepasst. Nummer braucht 5 Minuten oder 10 maximal. Ihr nehmt in dem Fall 50 Gramm Haferflocken, gießt die mit lauwarmem Wasser auf. Kurz stehen lassen, damit sich die ein bisschen vollsaugen können. 2 Minuten in die Mikrowelle. Reicht. Rausholen, 30 Gramm Whey einrühren. Salz, Süßstoff einrühren. Beeren drauf, Mandelmus drauf. Fertig. Fertig, glaube. Schmeckt wahnsinnig gut. War wirklich echt gut, habe ich gerade probiert. Sehr juicy. It's a juicy one. Das ist aber auch gut, aber ein bisschen aufwendiger. Das ist ja so ein Halbtagesprojekt hier. Aber lohnt sich, sage ich, wie es ist. Hobby, Hobby. 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 Manchmal ist es aber krass, wie hoch die springen können mit so einem Stock zwischen den Beinen. Und jetzt ist Pülverkartem. Auf jeden Fall versuche ich die Zeit zwischen Frühstück und Training noch kurz und ein bisschen was wenigstens zu schaffen, was die Arbeit betrifft. Und den Rest mache ich dann nachmittags abends. Das ist mein Essen. Und Pre-Workout habe ich schon fertig gemacht. Also Pre-Workout-Getränk. Dass ich hier gleich auch um 10 Uhr ready bin. Was gibt's da? Natürlich Rice Pudding mit Designer Whey. What else? Bei mir auch mit noch ein bisschen Dark Cookie. Und ich liege äußerst schlecht in der Zeit. Kacke. Das ist reingeklatscht. Ich habe irgendwie drei Booster da drin. Das ist. Und. Ich liebe das. Welche hast du gemischt? Einmal den Olympia, dann noch den Bizep-Kollegen. Der ja, auch. Ja, der ist mein Lieblingsbooster. Nee, ich hatte das schon alles so abgewischt und ich habe so ein bisschen die Tage durchprobiert und noch Crank und schmeckt. Okay, also letzte Session. Was ist euer Fokus? Ja, mein Fokus ist heute nochmal alles rausholen, was ich jetzt noch in mir habe, weil morgen ist der ganze Spaß ja vorbei und dann muss ich wieder alleine trainieren und deswegen möchte ich heute nochmal ja auch mit den anderen Spaß haben tatsächlich. Das ist heute auch so ein großer Fokus von mir. Genau. Ich glaube, viele hier heute nochmal die ganzen Vibes aufsaugen von Blackout Gym, nochmal von unserer Gruppe, wie hart wir trainieren und das auch wirklich mit nach Hause nehmen, damit ich halt echt da zu Hause auch so durchpushen kann, auch wenn ich dann vielleicht alleine bin, aber dass ich mich dann so einfach klar daran zurückerinnern kann und dann richtig in diesen Fokus reinzukommen. Ich mache es wieder freiwillig. Und auch an einem harten Diättag zum Beispiel, und der wird auf jeden Fall ja mal kommen, auch wenn ihr dann in eurer Prep sein solltet, ihr könnt jederzeit zum Kühlschrank gehen und alles essen. Ne? Ihr könnt es immer machen. Entscheidet euch jeden Tag selbst dafür, dass ihr es nicht macht. Und das dann wirklich nicht so als Zwang zu sagen, hey, ich mache es freiwillig, es ist jetzt gerade hart. Aber es darf auch hart sein, ich werde daran wachsen, ich werde am Ende darauf zurückblicken, extrem stolz auf mich sein, deswegen kann ich mich jetzt auch mal gerade durchbeißen. Ich will es immer richtig genießen. Es steht danach, also mein Terrest ist an, das heißt, Pause ist nah, das heißt, jetzt kann ich mich auch nochmal richtig zerstören. Also, das ist mein Fokus und generell mir das Ziel weiterhin vor Augen zu halten und wirklich jedes Training als ein Step in Richtung Ziel zu sehen. Aber genauso wie das bei jedem Wettkampf ist, man lernt jeden Wettkampf was dazu, ist es auch jedes Training, ist im Endeffekt ein kleiner Part für das
große Endgoal. Also das ganz klar vor Augen zu haben und mir dann auch zu denken, okay, wir trainieren halt, wir können es zerstören. Wie kann ich es mir vielleicht jetzt gerade noch schwerer machen? Weil je schwerer es wird, je ungemütlicher es wird, desto besser Progress kann ich machen. Das heißt wirklich, wenn ich merke, hey, jetzt tut es richtig weh, das ist der Moment, wo es zählt. Und wenn ich dann noch irgendwas hinkriege und es richtig ungemütlich wird, desto ungemütlicher es wird heute, desto besser wird. Aber ich finde, das ist so Tatsache. Man kann sich daran gewöhnen und beim nächsten Mal kann ich noch mehr pushen. Und ich glaube, dass wir das diese Woche auch schon gut gemerkt haben. Wir können alle doch noch mehr, als wir vorher gedacht haben. Und das ist dann jetzt der neue Standard. Und dann trainiert man wieder vielleicht mit irgendwem zusammen und denkt sich, okay, krass, das ist ja nochmal krass. Und dann hat man wieder den neuen Standard. Und man ist jetzt schon an einem ganz anderen Punkt, wo man vor einer Woche war oder vielleicht wo man vor einem halben Jahr war. Und deswegen immer weiter steigern. Mal gucken, wie kriege ich es noch intensiver hin? Wie kann ich noch mehr aus mir rausholen? Jetzt natürlich aufs Training bezogen, aber das können wir auch auf alle anderen Dinge, die wir am Tag machen, ob das Schlaf ist, Kissen, ne, was auch immer. Wo kriege ich 1% noch her? Und wenn das ist, ich mache die Übung noch ein bisschen schwerer, um noch besser reinzusetzen. Dann darf ich kurz hin. Genau. Dann hauen wir jetzt noch zu den Ausflügen sein. Getränk und Autoschlüssel brauchen wir auch noch. Und das Judeka. Und es gibt auch immer Menschen, die brauchen für alles ein bisschen länger. Dazu gehöre ich auch und die Sarah auch. Alles noch ein bisschen schleifer hin, ne? Leute, wir sind durch mit dem Push-Training. Man hat schon gemerkt, es neigt sich jetzt zum Ende zu. Die Kräfte sind ausgeschöpft. Leute, wir sind platt. Aber es geht jetzt schnell nach Hause, denn heute steht noch Posing auf dem Programm. Und genau, deswegen machen wir jetzt einmal noch ein großes Gruppen-Posing. Post-Workout gibt es Glutamin. Und ganz wichtig, oder Zero. Aber Sharing is Caring. Ich trinke nicht alle drei alleine. Was ich natürlich könnte, vom Gefühl. Die waren noch zweimal Magnesium und zweimal Ashwagandha-Protein. Und es gibt hier einmal Post-Workout in der Sonne, unser Häuschen, Pool, wunderbar, bisschen im Wasser, ich habe so Hunger. Okay, also erstmal alle in eine Reihe, dass sie erstmal wieder warm werden, in den Flow kommen.
ich verbessere dich so ein bisschen. Das heißt, wir machen immer die Quarter Turns. Und dann machen wir danach einzeln. So ein bisschen Pressure ist auch mal nett. Du machst leiser. Ja. Sehr gut. Ja, ja, sehr schön. Ich würde den hier machen. Erstmal muss so gehen. Wie guckst du denn jetzt an? Bikini, DBFV. Dann hat Figur nämlich, dann hat Hannah nämlich nochmal kurz Pause. Hier ein bisschen entspannen, die Hand. Okay, Arm ein bisschen aufreptieren. Stell dir vor, der Ellenbogen zeigt Richtung Taille. Hand dreht aber zurück. Ja, ich will immer den Daumen sehen. Also immer so und nicht so eine Hand oder so. Ja, lächeln. Fingerchen strecken. Und Knie ist gerade noch hier, wollen wir aber hier, zu dem Stuhl da. Bauch rein, Fuß raus. Und dann drauf, den hier, wollen aber runter, ne? Körper lagern. Schön mit rechts, mit der linken Haare weg. Zack. Arm geht zur Seite. Handfläche dreht. Seitenfuß. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Quasi diesen Bauchbereich verdecken können. So, jetzt seid ihr hier in der Pose, der rechte Fuß Richtung Pool, ihr geht in eure Übergangspose und jetzt dreht der hier nach vorne und ihr geht in eure Front. Lächeln. Ja. Und in die Front. Ja, sehr gut. Sehr schön. Schön. Lächeln. Hoch. Wie komisch ist das denn? Also, ich will jetzt nichts crashen, ne? Aber jetzt haben wir ein Problem. Oh, ja, genau so. Wenn du rausziehst. Nee, so nicht, Sandra. Und dann Whoops. Du musst mich richtig beherrschen, nicht zu schreien. Auf der Bühne rufe ich auch immer. Nee, ich schon tausendmal da reingebrüllt. Das war scheiße, ich hab die ganze Zeit. Sandra, du musst, wenn du. Schön. Haare. Das war aber ein sehr gutes Beispiel gerade dafür, für Übergänge gemacht, die du eigentlich nicht geübt hast. Trotzdem das gelöst und ich so, scheiße, nee, Moment mal, fuck, das weiß, weil deine Verabschiedung ist, war was ganz anderes. Ja, aber trotzdem, also, super, das passiert nicht auf der Bühne. Das passiert, wenn man aufgeregt ist und dann zum ersten Mal steht. Aber es war trotzdem total souverän, weil du einfach weitergemacht hast, als wäre das Richtige gerade. Genau. Und das ist nämlich die Kunst, dass wenn man, auch wenn du denkst, fuck, ich mache was ganz anderes, man trotzdem weitermacht. Deswegen. Hast du schön gemacht. Sehr schön. Ja. Und das so, das Wichtigste ist, dass man sich so wohlfühlt. Ich habe mich gerade richtig gefühlt. Das ist richtig schön. Der Walk war richtig schön. Dankeschön. I show you how great I am. Das sagt ihr euch und dann geht ihr dann los. Okay. Wow. So, danke. Jetzt sehr schön, mit der schlafe ich in einem. Schön. Ihr habt das richtig gut gemacht und vor allem auch vor den anderen richtig. Dankeschön, gemacht. Dankeschön, war voll schön. Also Leute, wir haben ausgiebig Pose gemacht und jetzt uns mal umgezogen. Ich habe eine neue Hose, die hier, und gehen essen im Scene. Und vielleicht kennt ihr Scene noch. Denn Scene war das Restaurant, wo wir nach meinem Wettkampf essen waren, was sie richtig, richtig gut fanden, was sie sehr gehypt haben. Und da gehen wir heute essen. Da frage ich mich ganz kurz selber. Und die Tür ist leider immer noch nicht offen, aber jedenfalls sind schon mal alle umgezogen. Wir gucken uns jetzt an. Wir werden jetzt los, von 39 an. Freshe Day? Ja. Das wird richtig lecker, ich sag's dir. Go! Ich auch richtig Bock. Let's go! Dinner! Ich habe hier wunderbare Pasta mit Burrata Tomatensauce. Finde ich wunderbar. Das sieht aber auch gut aus. Ja. Ah. Ah. Und unsere View. Das sieht auch nett aus, ne?
Seid ihr, schaut mal alle. Home in unserer Unterkunft und wir machen jetzt noch eine kleine Abendrunde, weil heute ist der letzte Abend, Leute. Es ist einfach so crazy, wie schnell die Zeit rumging. Aber ich ziehe das Haus gemütlich an, weil ich habe hier noch mein Abendoutfit an. Und ja, es war auf jeden Fall schön. Ich fand es auch sehr gut, dass wir das gemacht haben, weil vor allem auch ein paar, ja, es nicht so gerne mögen, außerhalb des Plans zu essen. Aber ich finde es super wichtig, dass man mal außerhalb des Plans was isst, um da vor allem auch eine gute Balance zu finden und dann nicht in so ein ganz oder gar nicht, entweder esse ich nach Plan oder es ist halt Land unter und ich esse gar nicht nach Plan. Und deswegen war das auch ja, eine sehr schöne Übung und ein paar haben auch gesagt, dass es wirklich voll gut getan hat, das mal so zu handhaben und auch zu merken, okay, ich muss halt jetzt nicht fressen, sag ich mal, sondern ich kann mir auch einfach was gönnen in Gesellschaft und das ist viel, viel mehr wert, wie alleine zu Hause irgendeinen Quatsch in sich reinstopfen. Genau, deswegen war das auf jeden Fall auch schon mal gut und wir haben halt auch sehr lecker zu Abend gegessen. Vor allem das Dessert ist wirklich ein Träumchen. Ein Träumchen. Ich ziehe mir jetzt, wie gesagt, was Bequemes an und dann setzen wir uns nochmal zusammen. Und ich habe vor ein paar Tagen eine kleine Aufgabe vergeben und die werden wir jetzt immer noch machen und lassen damit dann den Abend ausklingen. Aber den Teil filme ich, glaube ich, nicht mit, weil das ist schon sehr persönlich. Wir gehen jetzt ins Bett. Es ist 2.24 Uhr. Wir sind gut geschafft vor dem Tag und ich freue mich jetzt 4 Stunden zu schlafen. Also Leute, Schlaf ist das einzige große Manko hier, beziehungsweise das kommt echt zu kurz. Andere schaffen schon ein bisschen mehr als ich, weil bei mir ist das mit der Arbeit noch so ein Thema. Aber ich möchte mich gar nicht beklagen, weil dann ist immer so, entweder quatsche ich jetzt noch eine Stunde und für irgendein tolles Gespräch oder ich gehe früh ins Bett. Und da bin ich immer so, wir können wohl noch eine Woche mit weniger Schlaf leben. Also das ist mir irgendwie echt viel, viel, viel mehr wert. Und ich kann immer noch genug schlafen, wenn das Camp vorbei ist und ich dann allein unterwegs bin. Deswegen nehme ich das jetzt gerade mal noch so in Kauf. Ich hatte ja eine kleine Aufgabe gegeben und die haben wir jetzt gerade quasi noch gemacht. Jeder sollte so ein bisschen sich Gedanken zu seinen Zielen machen und das alles schön ausformulieren und das war auf jeden Fall sehr, sehr schön, sehr emotional, sehr tiefblickend in die Gefühle von anderen auch und in das Leben von anderen und dass alle das so schön miteinander geteilt haben. Ja, finde ich super, super schön und vor allem nicht selbstverständlich, weil wir kennen uns halt alle erst seit einer Woche und trotzdem fühlt es sich aber schon so close an und ja. Meine Mission von diesem Camp ist einfach absolut erfüllt. Meine Erwartungen sind absolut übertroffen. Ich hätte niemals gedacht, dass es so krass wird. Aber ich glaube, ich mache euch da nochmal ein ausführlicheres Video zu. Ansonsten habt ihr jetzt erstmal einen kleinen Einblick gesehen in unseren Tag im Athlete Camp. Es ist wirklich immer gut vollpackt, aber schön lehrreich, würde ich behaupten. Es war einfach eine gute Zeit, wir waren eine richtig coole Truppe, richtig gut gematcht, es hat richtig Spaß gemacht. Training war immer richtig intens, kann man schon ganz klar sagen. Aber ich finde es so krass dann zu sehen, wie alle halt so krass Gas geben. Also das Level war wirklich, das hätte ich niemals trainiert, als ich mit dem Sport angefangen habe, never ever. Das war schon richtig, richtig cool. Und es waren wirklich immer so ein paar Situationen, die mir gerade noch so bildlich vor Augen sind. Wie zum Beispiel, als wir Rücken trainiert haben und ich wirklich so rüber geschaut habe. Und wir waren immer Dreiergruppen. Und ich auch die anderen Gruppen so gesehen habe, wie die sich da gerade alle so pushbar. Und ich dachte echt so, wie geil ist das eigentlich? Die haben alle so einen krassen Drive. Und haben die so krass gepusht. Und das war einfach richtig, richtig schön zu sehen. Oder auch an dem Posing-Tag, wo wir Posing gemacht haben. Und ich war kurz oben und ich komme runtergelaufen. Das ist wirklich auch eines meiner Highlights. Ich komme jetzt runtergelaufen und ich hatte gerade eine Posingstunde schon gemacht. Und eine Stunde ging das ja.
Und da komme ich runter und sie steht da einfach wieder auf ihren Schuhen und zeigt das den anderen, was sie gelernt hat. Und fand ich schon richtig krass. Denke ich so um die Ecke, guckt raus, sehe meine Kundin Sandra, die die nächste Posingstunde gehabt hätte, auch schon wieder auf ihren Schuhen und die sich schon mal am Wabel laufen. Man hätte halt sich einfach mal hinsetzen können und warten, aber nee, sie war auch schon zugange zu üben. Und das beschreibt einfach so gut diesen Drive. Besser werden wollen, lernen, das Ganze sich einprägen. Ein Tag später mit Sarah hatten wir auch Posing gemacht und ich habe ihr einfach mal komplettes IFBB-Posing gezeigt, was sie vorher noch nie gemacht hat. Vorher immer nur NPC geübt und sie hat es schon voll gut umgesetzt und steht da einfach da am nächsten Morgen mit Sandra und übt halt weiter und du denkst auch so, ja, wir hätten jetzt gerade mal eine Stunde zum Entspannen gehabt und ihr steht hier und übt halt schon wieder. Also das ist einfach so dieser Drive und dieses sich gegenseitig helfen und dem anderen was zeigen, wie es geht. Also ja, einfach crazy, schön zu sehen. Absolut das, was ich mir von diesem Camp erhofft habe, gewünscht habe. Und einfach richtig schön. Richtig, richtig schschön. Es ist jetzt 2:30. Ich bin relativ müde. Ich mache mich jetzt Bett fertig und dann gehe ich ins Bett. Und morgen früh ist dann Abreisetag quasi. Die anderen fahren. Hannah und ich gehen einkaufen und machen klar Schiff. Und dann kommen am nächsten Tag dann die Girls für Camp Number 2. Ich freue mich, dass wir nochmal eine Woche hier haben werden. Ich bin richtig gespannt, wie es wird. Ich freue mich ganz doll. Und danke euch erstmal fürs Zuschauen. Abonniert unbedingt den Kanal, wenn ihr die nächsten Camp-Videos nicht verpassen wollt. Und schreibt unbedingt mal in die Kommentare, ob ihr glaubt, das Camp wäre was für euch oder hättet ihr Bock auf sowas, ein Teil von dem zu sein. Oder denkt ihr so, nee, also das wäre mir noch ein bisschen viel Bodybuilding, weil es ist wirklich den ganzen Tag Bodybuilding. Aber ich stelle jedes Mal fest, wenn ich mich in so Situationen begebe, wo es wirklich plötzlich so, okay, jetzt ist gerade immer nur noch Bodybuilding. Egal, ob das jetzt hier ist im Camp oder ob das auf Bali war im Camp oder auch so in Wettkampfwochenenden oder während meiner Wettkampfseason, wenn es wirklich nur Bodybuilding ist, denke ich immer so, okay, das wären jetzt die Momente, wo man sich so denkt, oh, ich brauche jetzt mal Ruhe, das ist mir ein bisschen viel. Ist immer so, wo ich dann das Gefühl habe, okay, jetzt bist du richtig in deinem, wo du hingehörst, in deinem Drive, in deinem Flow. Und hier gehörst du richtig hin, also es bestätigt mich, oder so intensive Bodybuilding-Zeiten bestätigen mich immer nur nochmal umso mehr, dass es genau das ist, was ich liebe. Ich habe es sehr genossen, es war eine wundervolle Woche. Jede einzelne war so besonders und ich bin so dankbar dafür, dass sie hier waren, mir das Vertrauen gegeben haben, Vertrauen in das Projekt hatten und es einfach zu sowas krass Besonderem gemacht haben. Ja, so, da bin ich jetzt raus. Ich danke euch fürs Zuschauen und wenn das die Girls vom Camp sehen, ich danke euch nochmals ganz, 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 ganz doll, dass ihr da wart. Ihr habt das Ganze jetzt so etwas extrem Besonderes gemacht und ich fand es super schön, euch kennenzulernen. Nicht nur ein bisschen, sondern euch wirklich intensiv kennenzulernen und ja, hoffe natürlich auf baldiges Wiedersehen und wir sehen uns im nächsten Video. Goodbye!